Ich habe mich nicht an dich rangemacht. Ich war unfassbar verliebt in dich. Du warst derjenige, der den ganzen Abend von deiner ach so schlimmen Beziehung geredet hat und du wusstest einfach, dass du es bei mir leicht hast. Wow. Wie kann man so übertreiben? Geh mir bitte aus den Augen. Jonas, wie kann man so ein Arschloch sein wie du? Wie kannst du ihr einfach verzeihen? Digga, die wollte uns sogar umbringen. Ich glaube. Ah, das ist okay. Du solltest dich jetzt einfach verpissen. Komm mit und halt dich fest und wir reiten in die Sonne. Du sitzt hinten und ich vorne. Wie geht's dir? Hervorragend. Mansina, warum trinkst du? Du darfst doch eigentlich gar nicht trinken wegen deinen Medikamenten. Das ist gestern nur eskaliert, alles gut. Ja, Mansina, heißt ja nicht, dass du jetzt trinken darfst, oder? Ich weiß nicht mal, wie ich nach Hause gekommen bin. Lynn und Chiara haben dich gebracht. Oh Gott. Die hassen mich doch eh schon. Und wer weiß, was ich für Scheiße gelabert habe. Mann, ich denke nicht, dass Lynn dich hassen würde, weil sonst würde sie dich doch gar nicht nach Hause bringen. Doch, auf jeden Fall. Also, ich meine, ich habe mitbekommen, wie Jonas versucht hat, ihr zu erklären, dass ich an dem One-Night-Stand schuld bin. Dieser Arschloch, Alter. War ja schon wieder mal krank. Jetzt hassen mich alle. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ah, siehst du hübsch aus. Richtig Gewitterwölkchen Deluxe heute, oder was? Ich hab ein bisschen schlecht geschlafen. Ein bisschen schlecht geschlafen. Hast du Alkohol getrunken? Nee, ich hab getrunken mit Marvin zusammen gestern. Du hast gestern mit Marvin gestern Abend noch hier und ja? Wir haben nebenbei noch gezockt. Ne? Ach schön, hast ein bisschen Alkohol getrunken, das ist ja super. Aber das stimmt mit euch nicht. Ich dachte, die Verwarnung hätte dir gereicht mit dem Drogenscheiß. Und jetzt trinkst du auch noch Alkohol. Gut, bin ich froh, dass nächste Woche die Schule wieder weitergeht. Ja. Dann bin ich hier bei mir raus und muss ich... Viel Spaß mit Basti dann übrigens. So, ich bin der Basti. Oh nein. Der ist ja noch nicht da, also... Sina, ich würde an deiner Stelle jetzt die linke Kurve einlegen und direkt zur Dusche gehen. Das riecht wirklich streng. Ich glaube, ich gehe ins Bett. Dann gute Nacht. Oh. Hi, Baby. Was geht? Hast du gut geschlafen? Geht's dir gut? Wann kommst du zu mir in die Schnitte? Da mache ich ihr so süße Zöpfchen. Ein bisschen rosa, ein bisschen pink. Was hast du? Hm? Noch mehr Wasser? Was ist los, Lynn? Ich bin einfach immer noch bei der Situation von gestern. Nein, das gehört mir. Bitteschön. Bei Sina, Mann. Ich komme einfach nicht darüber hinweg, wie sie... Eskaliert ist? Ja. Du bist voll war? Und keine Ahnung, was passiert wäre, wenn wir sie nicht gerettet hätten? Ja. Ja, und dass sie gestern nur die ganze Zeit gelallt hat, wie leid es ihr tut und... Was hast du denn gedacht, dass es spurlos an einem vorbeigeht? Keine Ahnung, ich glaube, dass sie es wirklich fertig macht. Oh, ja, fast. Das tut es. Und jetzt? Ich habe keine Ahnung, ob ich ihr verzeihen sollte oder nicht. Wollen wir das zumachen? Für mich wirkte sie wirklich ehrlich. Und auch reuevoll. Weißt du, was ich meine? Schön hast du das gemacht. Ein Eis ist da drauf. Das findest du ganz toll. Wir lieben Eis. Wollen wir Eis essen? Eis essen? Ja. Lynn, können wir noch mal kurz reden? Nein. Ich glaube, du hast mich gestern ein bisschen falsch verstanden. Lass uns bitte mal kurz in Ruhe reden. Ja. Du hast gerade nach Eis gefragt. Wir müssen sie eh gleich in die Kita bringen und dann können wir auch nach Eis essen gehen. Also, nein, jetzt hast du mich nass gemacht. Ich muss doch arbeiten. Ach so. Ja, dann. Aber ja, geh ich alleine aus. Ich mach das nie. Ich habe mich noch nie krank gemeldet, ohne krank zu sein. Das heißt. Ich mache das jetzt das erste Mal dafür, dass wir einen schönen Family Day unternehmen können. Okay? Oh, okay. Oh nein. Soll ich hier Wasser holen? Und dann machen wir das? Ich melde mich bei Rick und Sami krank. Echt? Ja.
geil. Aber dann schreib ich schnell eine Nachricht. Okay, alles klar. Gut, wir werden Spaß haben. Irgendwie hat das bei mir nicht. Ich hab ihr gesagt, wo wir sind. Warum? Weil ich mich noch mal entschuldigen wollte. Also mich überhaupt entschuldigen wollte für die Party. Ich meine, dass viele trinken und das Ausziehen und das Tanzen auf dem Sofa. Ja, aber das wäre ja wissen, nur Scheiße für dich, nicht für uns. Und ich wollte Danke sagen. Latte Arjato, ne? Okay, ja. Aber, und ich wollte Danke sagen, weil Noah hat mir erzählt, dass ihr beide mich nach Hause gebracht habt. Ich erinnere mich nicht mehr ganz. Aber ich hätte auch verstehen können, wenn ihr mich mir selber überlassen hättet. Sowas kann man nicht machen. Haben wir aber nicht. Und in schweren Zeiten merkt man ja so, ne? Genau, ja. Safe. Guck mal, Danke. Wir wissen alle, was da passiert ist. Deswegen müssen wir das jetzt hier nicht irgendwie noch weiter ausdiskutieren. Genau, und deswegen finde ich einfach, es ist so viel Scheiße passiert und wir haben uns so viel gestritten und der Streit ist einfach ein bisschen zu doll eskaliert und voll. Ich finde, wir sollten einfach keine Energie mehr da reinstecken, uns gegenseitig fertig zu machen. Und keine Zeit. Gut, wenn Lynn auf einmal sagt, dass wir uns alle vertragen, dann machen wir das alle natürlich. Aber nee, bin ich dabei, soll mir recht sein, finde ich toll. Ja, safe. Freut das mega. Danke. Na dann, wünsche ich dir noch ganz viel Spaß. Sina, du kannst auch mit uns anstoßen, wenn du willst. Sicher, dass ihr das wollt und dass du das ja, ich hab's dir ja angeboten. Und wenn du dich jetzt nicht sofort als Ja entscheidest, dann entscheide ich mich wieder um. Okay, nein, ja, ich hol mir was zu trinken. Okay. Sag mir jetzt, wie dieses Geheimnis war. Wie hast du diese Wodka-Rohflasche mit in den Knopf gesteckt? Es ist kein Geheimnis, wenn ich es verrate. Sonst bedrohe ich dich. Ich will nicht das Geheimnis zwischen uns sein. Ich hab einen Kodex abgelegt, ich darf nichts sagen. Es fühlt sich gerade einfach alles voll komisch an. Ich gehöre eben irgendwie einfach nicht mehr richtig dazu. Aber es ist halt auch krass viel passiert. Ich wollte auch mal Danke sagen. Also ich meine, dass ihr so cool reagiert habt und wir jetzt einfach wieder Freunde sind. Digga, ich bin einfach nur so froh, dass der ganze Streit jetzt vorbei ist. Zwischen den Fronten zu stehen hat echt keinen Spaß gemacht. Ach, das ist so schön gerade. Wir bringen dir den Limo mit. Ja, du kannst eigentlich wieder hingehen. Danke. Kein Ding. Auf die Freiheit mit dir. Also kannst du wieder gehen einfach? Ja, bitte. Ja, da gut. Lang oder da lang, wo du hergekommen bist, aber nicht mit uns. Wir können ja alle was zusammen machen. Ich bin neu in der Stadt. Wir könnten mir doch ein bisschen Berlin zeigen. Möchten wir aber nicht. Ich kenne mich ja selber nicht. Ich weiß nicht, ob du diese Sprache nicht sprichst, aber die beiden haben dir gerade ziemlich deutlich gemacht, dass sie keinen Bock auf dich haben. Also also verpiss dich. Geh einfach wieder. Alles tschüss. Gut, ja? Ja. Alles gut, ja? Was ein Arschloch. Dass du erst mit ihm reden musstest. Aber ist super. Danke. Ich habe voll vergessen, dass wir für ein gutes Team sind, weil wir Freunde sind. Na? Zusammen ist man immer stärker. Das ist ja. Süß. Oh mein Gott. Wir wollen noch den Tag zur Nacht machen. Nacht zum Tag. Ich muss den beiden noch Geld geben, weil die nächste Runde geht auf mich. Oh, wow. Digga, selbst wenn wir zusammenlegen, haben wir nur 1 Euro. Ja, und ich wollte die nächste Runde bezahlen. Deshalb. Das trifft sich jetzt super. Das ist so schön, dass Luna Freundinnen hat, mit denen sie chillt. Und dass sie gleich einfach wiedergebracht wird. Was ist das für ein Service? Als würde sie sich im Park treffen. Ja, ich finde das geil. Sie ist beliebt, Leute. Wir haben sie so gut hingekriegt. Wir haben sie richtig gut hingekriegt. Ich habe auch meinen Beitrag geleistet. Das habt ihr gut gemacht. Ja, aber ich war von Anfang an dabei. Ich habe sie geboren, Digga. Das stimmt. Nee, das war eigentlich sie. Ich war dabei. Die Chiara hat sie quasi auch geboren, ja. Was geht hier? Ich wollte dir eigentlich Bescheid sagen, aber das war viel zu kurzfristig, deswegen. Oh, du wolltest mir Bescheid sagen. Ja. Ich hab's vergessen. Korrekt, auf jeden Fall. Was macht sie hier? Chillen. Mit ihren Freunden. Was guckst du dich an? Seid ihr wieder Freunde oder was? Jonas, ich glaube einfach, dass dich keiner hier haben wollte, deswegen hat dir auch keiner Bescheid gesagt. Willst du mich gerade verarschen? Wollt ihr mich alle verarschen? Nein. Ah, ich bin natürlich der Buhmann. Ich bin der schlechte Jonas. Jonas ist so scheiße. Ja, genau. Aber sie ist in Ordnung. Ha? Findest du witzig oder was? Schon ein bisschen, sorry. Sie hat eine Rechtfertigung dafür. Was für eine Rechtfertigung? Oh, was bist du sprachlos, deine? Was ne? ist deine? Ich habe einen Fehler gemacht. Du bist ich weiß ein Arschloch, das. Punkt. Digga. Ja. Lin, ist das dein Ernst? Ihr ekelt mich alle aus dieser Clique raus. Ich darf nicht mit was zu irgendwelchen Partys gehen. Digga.
Und bei ihr ist alles okay? Sina kann man immer verzeihen? Wie oft hat sie uns schon in die Scheiße geritten, bei ne? Mir ist alles okay? Willst du mich eigentlich niemand verarschen? Redet mit dir, Digga. Doch, offensichtlich du. Was Ey, soll der euer Scheiß? Ernst? Was seid ihr für Freunde? Was ja, bist sie du hat sich für ein permanent Arschloch, an mich okay? rangemacht. Und ich hab mich an ich hab einen Fehler gemacht und ich hab das. Ich bereue das Kannst zutiefst. Du einmal deine Klappe halten? Nein, niemand redet mit dir. Ich rede gerade mit Lynn. Ja, okay? Okay, und jetzt rede ich mit dir. Ich hab mich nicht an dich rangemacht. Ich war unfassbar verliebt in dich. Du warst derjenige, der den ganzen Abend von deiner ach so schlimmen Beziehung geredet hat. Und du wusstest einfach, dass du es bei mir wow. leicht hast. Wie kann man so übertreiben? Geh mir bitte aus den Augen. Jonas, wie kann man so ein Arschloch sein wie du? Wie kannst du ihr einfach verzeihen? Digga, die wollte uns sogar umbringen. Ich glaube. Ah, das ist okay. Du solltest dich jetzt einfach verpissen. Geh einfach. Oh, Digga. Du willst gar nichts dazu sagen? Willst du wenigstens mitkommen? Ich wollte mir einen Döner holen. Nee, ich mache was mit den Mädels. Mama hat Nein gesagt, ja? Wow, solche Freunde brauche ich nicht. Tschüss, wir brauchen dich auch nicht. Sorry, so sieht eine gute Beziehung aus. Hey, das ging sehr schnell. Ich hab Bauchschmerzen. Dann soll es gehen. Ja, können wir bitte gehen? Ja, ich glaube, das wird sonst ein unschönes Ding. Es muss irgendwo raus und. Oh, ja, unter meiner Bettdecke. Ja, okay, und, ja. Kein Ding, da bin ich gerne. Okay. Ah. Ciao. Nicht mein Bauch. Machen wir aber am Wochenende irgendwas Cooles, so letzter Tag. Ja, ja. Ja. Ne? Cool. Ja. Letzter Tag. Reißt dich mal zusammen, ich arbeite 8 Stunden, okay? Und ich hatte keine 6 Wochen Sommerferien, also gehe ich jetzt ab in die Haie. Okay, also gut. Ab in die Haie. Okay, bitte. Los, tschüss. Kommst du mit? Ich komm gleich. Alles klar. Ich wollte noch kurz mit dir reden. Ich wollte, ich kann dich auch erst in den Arm nehmen und dann gehen wir. Tschüss. Ich wollte mich nochmal entschuldigen, dass das gestern so eskaliert ist. Und mich dafür bedanken, dass du dich so gut um mich gekümmert hast. Kein Problem. Mir ging es, um ehrlich zu sein, einfach nicht gut, als ich mitbekommen habe, wie Jonas über mich geredet hat mit dir. Ich weiß nicht, ich habe das mitbekommen und dann sind so alle Gefühle wieder hochgekommen und ich hatte das Gefühl, ich bin schuld an allem und vor allem, ihr denkt das jetzt auch, dass ich schuld an allem bin. Okay, ich habe zwar nicht mitbekommen, dass du irgendwie mitbekommen hast, dass ich mit Jonas geredet habe oder wie er über dich geredet hat. Aber ich habe noch nie gedacht, dass du irgendwie alleine schuldig bist. Ich wusste oder ich weiß, dass immer zwei Leute dazugehören und mittlerweile habe ich verstanden, dass Jonas der Hauptschuldige ist. Und hättest du ein bisschen länger zugehört, dann hättest du vielleicht auch noch mitbekommen, dass ich Jonas eine richtige Ansage gemacht habe. Und das hatte dir vielleicht ein paar Tanzmoves und ein paar Drinks erspart. Oh und quasi, dann wüsstest du vielleicht noch, wie du nach Hause gekommen bist. Ja, doch, das weiß ich. Ich weiß voll, wie ich nach Hause gekommen bin und ins Bett und ja. Ja, ich wollte halt eigentlich mit dir reden und habe das dann mit Jonas mitbekommen. Und dann, das ist halt, wir wissen ja, wie das gelaufen ist. Entschuldigung. Alles gut. Lass uns einfach alles vergessen. Von vorne anfangen und Freunde sein. So wie früher? So richtige Freunde? Richtige Freunde. Okay, ich schau mal, ob ich Lennart und Amelie noch erwischt und ich will Jonas nicht beim Weg rennen. Alles klar. Ciao. Ich wollte euch nur kurz eine gute Reise wünschen. Erholt euch. Ich kann später nicht dabei sein, weil ich habe jetzt noch was vor. Bleibt doch wenigstens so lange, bis Joe und Peggy gegangen sind. Auch wenn Joe nicht hier ist, hast du hier nicht die Hosen an hier in der WG. Ich packe, ich muss hier raus. Kann ich bei dir einziehen? Mike ist nicht da und ich glaube auch nicht, dass er mit dir reden wollen würde, wenn er da wäre. Bitte red mit ihm nochmal. Nimm doch das Angebot an, triff dich doch mit ihm. Da hast du dir gedacht, du kommst mal rein zufällig in irgendeinen Club, der zufällig meiner ist. Du bist einfach ein kleiner Spießer, ja? Ja, das bist du. Und du bist einfach nur eifersüchtig auf meinem Geschäft. Weißt du, was du bist? Du bist ein Gorilla, der aus der Steinzeit kommt. Diese Scheiße. Ich hab grad den Kunden vertrauen. Ich bin raus. Tschüss. Hey, Tony. Sascha, ich wollte nicht in deine Tasche. Wenn das nochmal vorkommt, haben wir ein Problem miteinander. Lass uns ihn ausspionieren. Ohne Scheiß jetzt. Im Endeffekt wird es immer nur zwei leibliche Eltern für das Kind geben. Miller, weißt du, ich brauche einfach irgendwie eine Sicherheit, damit wir uns wirklich alle vier bewusst sind, was das eigentlich bedeutet. Ich glaube, das wird dir mehr Sicherheit geben.